143 Staaten stimmten für die Resolution, nur 5 dagegen. Und 35 Länder enthielten sich. Ein historisches Ergebnis. Russlands Annexionen in der Ukraine wurden für illegal erklärt und Moskau wurde aufgefordert, die Einverleibung rückgängig zu machen. Die Zustimmung fiel höher aus als von vielen erwartet. Westliche Diplomaten dachten vorab, dass die Anzahl der Staaten, die die Ukraine unterstützen, inzwischen kleiner geworden sein könnte. Der ukrainische UN-Botschafter dankte den Befürwortern der Resolution. Moskau sprach dagegen von einer gefährlichen Polarisierung. Es wird alles getan, um die Ukraine zu unterstützen, nicht zum Wohl des Landes, sondern nur um Russland zu schaden. Auch China warnte vor einer Blockbildung und einem neuen Kalten Krieg. Das Land verlangte Friedensverhandlungen. Der New York gefällte Beschluss ist völkerrechtlich zwar nicht bindend, er zeigt aber, wie isoliert Moskau mittlerweile ist. Und wie die internationalen Reaktionen auf dieses Votum ausfallen, dazu Informationen von meinem Kollegen Carsten Schabowski in New York. China hat verhalten reagiert, ansonsten westliche Länder haben das, kann man sagen, wirklich gefeiert. Die amerikanische UN-Botschafterin hier hat zum Beispiel gesagt, wie wichtig es sei, dass die UN-Charta in diesem Punkt die Integrität, die territoriale Integrität, dass Grenzen nicht einfach durch Gewalt verschoben werden können, wie unheimlich wichtig das ist. Heute überfällt Moskau sein Nachbarland die Ukraine, aber es kann auch sein, dass demnächst ein anderes Land seinen Nachbarn überfällt und wie wichtig das ist, dass die Weltgemeinschaft gesagt hat, nein, stopp, das wollen wir nicht, so geht es nicht. Ähnliche Stimmen waren auch von der deutschen Vertretung in der UN hier in New York zu hören.